Willkommen im Signal Iduna Park, wo heute das Duell der beiden Giganten auf dem Programm steht. Dortmund gegen Bayern. Am Mikrofon begleiten Sie wie üblich Wolf Fuß und Frank Buschmann. Es kribbelt, die Vorfreude ist groß, Wolf. Wer hat im Moment das Sagen im deutschen Fußball? Wer liegt vorne? Zwei Top-Teams. Das Spiel kann beginnen. BVB gegen Bayern. Es ist alles gesagt. Jetzt gilt's. Jetzt müssen beide zeigen, was sie wirklich drauf haben. Mehr Topspiel geht nicht, Wolf. Erster gegen Zweiter und das in der Rückrunde. Ich will hier nicht von Vorentscheidung sprechen, aber zumindest eine Tendenz könnte heute erkennen. Und jetzt Thiago. Guter Einsatz hier auf Außen. Da reichen mahnende Worte. Das Spiel hat ja eben erst begonnen. Borussia Dortmund spielt heute gegen Bayern München. Das Team mit der besten Heimbilanz gegen das Team mit der besten Auswärtsbilanz. Und das dürfte spannend werden. Die einen stark zu Hause, die anderen stark in der Fremde. Ich bin gespannt, wer seine Bilanz hier weiter ausbauen kann. Da ist Platz für Reus. Und Reus. Das könnte die Gelegenheit geben. Marco Reus. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Oh, da hat er gezeigt, was Wille ausmachen kann. Dieser Zug zum Tor, sehr, sehr druckvoll. Ein schöner Sololauf, gekrönt von einem sehenswerten Treffer. Wird wohl eine Auswechslung beim FC Bayern geben. Da war die Verletzung wohl doch zu schwer. Jetzt liegt die Dortmunder Borussia vorne. Und nun die Partie hier unterbrochen, sieht nach einer Verletzung aus. Ja, es wird dann gleich mit Schiedsrichterball weitergehen, aber hoffen wir erstmal, dass er weitermachen kann. Der verletzte Spieler hat jetzt das Spielfeld verlassen. Und die Partie wird mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt. Kimmich. Goretzka. Setzt sich klasse durch. Jetzt Müller, das muss es doch sein. Bürki ohne große Probleme. Und da ist der Ball wieder weg. Goretzka. Da gibt er Freistoß. Gute Möglichkeit. Das ist genau die Freistoßdistanz, die Lewandowski mag. Kein Tor. Klasse gemacht. Das war knapp. Wenn er den Schuss einen Tick tiefer ansetzt, dann wird es noch gefährlicher. Ja, fast das Tor hier. Ein wirklich guter Freistoß. Jadon Sancho. Dortmund über außen. Schöne Flanke jetzt. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Gibt Einwurf für den BVB. Und nun Witzel. Emre Can. Jadon Sancho. Bayern München mit dem Ballgewinn. Thiago. Lewandowski.
Spiel unterbrochen, gibt Freistoß für die Münchner. Und das könnte so etwas wie die letzte Warnung gewesen sein, Buschi. Nicht ganz genauso, Wolf. Beim nächsten Foul ist die Karte fällig. So, bringt er den Freistoß direkt? Das ist eine erhebliche Distanz. Kimmich! Den Ball hat er. Gut reagiert vom Torhüter. Ja, da muss er hin. Der Freistoß wäre sonst reingegangen. Tolle Reaktion vom Torhüter. Da hat er gut aufgepasst. Klasse gemacht vom Keeper. Den hat der Torhüter gut pariert und wieder mal seine Klasse auf der Linie bewiesen. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Thomas Müller, er passt auf und wirft sich in den Schuss. Das ist natürlich bislang keine gute Ballbesitzstatistik, die Borussia Dortmund. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Ist es das? Parade Neuer, immer noch gefährlich. Die Bayern mit dem Ballverlust. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Jetzt wieder die Bayern. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. James, schönes Zuspiel. Um ein Haar wäre da an den Ball gekommen, aber der Keeper ist da. Das war eine ganz enge Szene. Ein paar Worte zu Manuel Neuer. Liebling der Massen wird er heute wohl nicht mehr. Das lassen Sie ihn auch lautstark wissen. Goretzka. Kimmich. Lewandowski. Ballverlust Dortmund. Gute Aktion von Hummels. Müller. Er macht den Ball nicht rein. Und damit fehlt weiterhin ein Tor zum Ausgleich. Dann Axel Zagadou. Dortmund über außen. Reus, was macht er draus? Zuspiel Reus, Gegner ist da. Lewandowski. Da ist er da. Er steht. Knappe Pausenführung. Es steht 1:0. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Mit dem Rückstand von Bayern München gehen wir jetzt wieder rein ins Spiel. Der zweite Spielabschnitt. Gnabry. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Und Thiago. Gnabry. So langsam wird's gefährlich. Viel mit Auge. Jetzt vielleicht. Reus. Neuer Held war noch im Spiel. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Reus mit der Ecke. Schön geklärt. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Kimmich. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Guter Pass jetzt. Und da ist dann am Ende niemand da. Ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Reus jetzt am Ball. Guerrero. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Geht da voll in diesen Zweikampf. Die Münchner wollen hier ein Tor und stellen entsprechend auch um. Ich bin gespannt, ob sie damit Erfolg haben.
Wie es aussieht, haben sie ihre bisherige Taktik komplett über Bord geworfen und stürmen jetzt mit offenem Visier nach vorne. Lange Bälle sind das Mittel. Ashraf Hakimi, Jadon Sancho. Und nun Witzel. Super Pass jetzt. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Marco Reus führt aus. Den kann er natürlich ganz locker halten. Da war bei weitem nicht genug Druck hinter diesem Ball. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Gnabry. Coutinho. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Bisschen zu weit dieser Ball. Schwere Aufgabe hier, Buschi. Noch dieser knappe Rückstand, wie siehst du es? Die Bayern brauchen das Tor, sie brauchen es dringend. Wer kann es machen? Wir haben einige Kandidaten. Reus! Und das Tor! Zwei Tore Vorsprung also für den BVB. Das sieht doch jetzt schon mal richtig gut aus. Reus mit dem Treffer, das macht er gut. Ah, da war er nicht zu stoppen. Klasse gemacht. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Super dazwischen gegangen. Jetzt ist es gefährlich. Reus. Und er trifft. Das war schon der dritte Treffer von Reus. Einfach nicht aufzuhalten heute. Der ist heute richtig gut drauf, Buschi. Eine überragende Leistung, schon sein dritter Treffer. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch im Spielstand aus. Ballverlust Bayern München. In den freien Raum. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Defensiv machen sie es gut. Klasse Aktion, Lewandowski. Thomas Müller. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Müller kommt. So, Nachspielzeit angezeigt. Gibt noch mal 2 Minuten drauf. Pavard. Goretzka. Da haben wir den Schlusspfiff. Das war's. Wie siehst du die heutige Leistung von Reus? Er macht hier den Dreierpack, führt damit seine Kollegen zum Sieg. Was will man mehr? Der ist in Topform. Kein Tor. Klasse gemacht. Das war knapp. Wenn er den Schuss einen Tick tiefer ansetzt, dann wird Kimmich. Den Ball hat er. Gut reagiert vom Torhüter. Ja, da muss er hin. Der Freistoß wäre sonst reingegangen. Tolle Reaktion vom Torhüter. Da hat er gut auf. Müller. Er macht den Ball nicht rein. Und damit fehlt weiterhin ein Tor zum Ausgleich. Neuer Held, Ball noch im Spiel. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Reus. Und das Tor. 2 Tore Vorsprung also für den BVB. Das sieht doch jetzt schon mal richtig. Super dazwischen gegangen. Jetzt ist es gefährlich. Reus. Und er trifft.
Das war schon der dritte Treffer von Reus. Einfach nicht aufzuhalten heute.